Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Little Horror Fallout 4. Ich bin Mr. Cutterfy, euer Let's Play in das Kaninchen. Und es bleibt nicht viel anderes übrig, als an den Katzen vorbeizugehen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition für einen Flammenwerfer, fällt mir gerade auf. Da ist ein Teddy. Hey, Kätzchen. Ja, ignoriere mich mal schön. Sehr gut, Kätzchen. Die sind gleich weg. Die sind gleich nicht mehr da. Ich hätte hier lang gehen können. Oh, na toll. Hätte ich das mal gewusst, dass ich hier einen Weg... wäre ich nicht an der Katze vorbei gemusst. Twilight. Meine Fresse. Ah, noch sind sie da. Seit wann ist es denn so still hier? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, Gladys hat aber... dezenten Faible für Militär, wa? Nicht frostete Blechdosen, original verschweißter Wunderkleber, wiederhergestellter Tischventilator. Hier ist alles ordentlich. Auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Nein, ganz im Gegenteil, hier ist alles ordentlich. Unbenutzte Sturmfeuerzeug, Armeehelm, dreieckige Aufstellbilderrahmen, Armeeuniform. Unverrosteter Metall. Wieso? Wollte der sein? Schallschlüssel? Unbeschädigt. Sammler-Baseball. Nur das Bad sieht hässlich aus. Hä? Wo hat denn der sein Schlüssel? Aber der hat doch gar... Nee, der hat ja unten gar kein Safe gehabt. Stimmt. Ich möchte das Bügeleisen noch mitnehmen. Ich möchte alles hier mitnehmen, was ordentlich ist. Für Ponyville! Ja gut. Wo kommen die Bretter her? Wo kommen diese Bretter und der Schutt her? Hier ist alles heile. Hier ist ein bisschen die Tapete abgeklappt, aber... wo kommen diese Bretter her? Na gut, wir gehen wieder runter. Wo kommst du her? Klar. Brille mit schwarzem Bleistift, Schreibmaschine. Ups. Ah! Ausgezeichnet. Sehr schön. Ich wollte eigentlich nämlich... na toll, ich bin überladen. Schreibtisch! Okay, war jetzt nicht so der Brüller an Waffen. Nein! Was haben wir hier noch? Filzhut, verbranntes. Ein Stift, ein verbranntes Buch, ein überfälliges Buch. Guck mal, die wiegen nichts, deswegen kann ich das mal mitnehmen. Wobei, die sammle ich später drauf. Da werde ich ja bekloppt, wenn ich jetzt hier alles separat durchgehe. Ich gucke jetzt nochmal kurz, ob hier irgendwas Spannendes noch ist. Nein! Hallo! Der hat ein bisschen sehr viel gelesen. Kann das sein, dass der ein bisschen Leseratte war? Von da kommen wir. Hier waren wir schon. Haben wir jetzt alle, ne? Dann können wir jetzt gucken, welche fantastische Schätze in dem Safe der einzelnen Leute lauern. Wir fangen an mit Ethel. Mantis und Red X. Wow. Nein. Dann als nächstes Catherine. Bloodpack und... okay. Edward. Randall. Das haben wir schon. Und Margaret. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Wer war Margaret? Margaret unter ihrem
Dünger. 104, also untere Etage. Hier auf dieser Ebene also. Und da existiert hier irgendwo Nummern unter ihrem Dünger. Das heißt, das müsste jemand sein, der... Hier drin ist es plötzlich verdammt still. Ja. Das könnte Margaret gewesen sein, aber hier ist kein... Ist nix. Hier waren wir noch nicht. Ach, guck mal. Da ist er. Bingo. Haha. Modische Brille, sauberes grünes Kleid. Das ist ja hübsch. Das ist ja voll schick. Ein Mr. Handy, ein Staubwedel und in, sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Ja. Oh, sie ist mit ihren Blumen gestorben. Die Blumen... Wie können die Blumen so lange überlebt haben? Ja. Jemand ist auf jeden Fall nicht oft aufs Klo gegangen. Vielleicht... Oh. Guten Tag. Guten Tag. Was für Dünger ist das, wenn sie nicht aufs Klo gehen konnte, weil da eine Blume drin stand? Aufwärts? Na gut, wir haben auch Margarets Schlüssel. Und hinter Tor Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 befindet sich Rockpack und Jet. Wow, welche Schätze. Welche unglaubliche Schätze sich hier verborgen haben. Ich kann mich kaum halten. Stellt sich immer noch die Frage, woher die kamen und warum die hier waren. Dann haben die uns scheinbar wirklich... Piper hat das nicht gefallen. Was hat Piper nicht gefallen? Ich hab nichts gemacht. Piper, hey. Was hat dir nicht gefallen? Sag einfach Bescheid. Kann ich was für dich tun? Wie geht's? Ich frag mich, wo wir beide stehen. Ich wollte nur fragen, ob die Dinge zwischen uns gut laufen. Ich schwebe im siebten Himmel, Blue. Es könnte nicht besser laufen. Und das alles nur dank dir. Dann ist ja gut. Sonst erstmal nichts weiter. In Ordnung. Was hat ihr denn nicht gefallen, dass ich nicht durch die Tür gegangen bin? Das hier wird die... Fake-Haltestelle sein. Was ist das da für ein Haus? Für eine Kirche? Gucken wir uns gleich mal an. Wir gehen hier nur einmal ringsherum, um alles abzuchecken. Nicht, dass uns irgendwie Ghule von hinten anfallen oder irgendwie sowas. Irgendwo müssen ja die Bewohner hier noch sein von... Ah, hey, Bewohner. Von all dem hier. Von diesem Pier... Ist wirklich wenig los. Sehr schönes Horrorflair. Das alles hier. Ein Rettungsring. Den werden wir brauchen. Was ist das da? Ist da ein Schiff? Da ist ein Schiff. Ha, ob da was drin ist? Warte, was war das? Ach so, das war einfach so. Ich gehe mal so. In so engen Räumen ist es mit Plündern ein bisschen leichter, wenn ich... Und auch gucken, ob da irgendwelche... Oh, irgendwelche Minen oder sowas auf dem Boden liegen. Das ist dann ein bisschen leichter, wenn ich das... von nahe mache und nicht in Third Person. Die Minen dürften uns jetzt nämlich zerlegen. Jetzt hätten wir auch einen Grund, fällt mir gerade ein, Schadensresistenz wieder zu erhöhen. Das können wir gleich mal machen. Wir haben ja noch ein Level. Und dann würde ich sagen, machen wir hier. Härte, Schadensresistenz. Ein echter Klassiker.
da wir momentan ja komplett ohne Schadensresistenz rumlaufen. Da kann es die Schaden ein bisschen. Künstliche Schadensresistenz oder natürliche. Ist das natürliche Schadensresistenz? Haben wir denn einfach eine sehr dicke Haut? Wir haben ein dickes Fell. So. Was haben wir denn hier? Munition. Warum liegt hier Essen? Vor allem, das ist nicht alt. Das ist nicht irgendwie, was die vor 200 Jahren hier serviert haben. Das war Mutantenhundefleisch. Kaugummi. Kann ich Ihnen was bringen, Madame? Brahmin-Meat. Okay, vielleicht ist es doch einfach, dass sie... All are welcome. Oh. Dass sie keine... Texturen, beziehungsweise kein Item hatten für... Vorkriegsfleisch. Und deswegen haben sie einfach Fleisch genommen, was es gibt jetzt als Item. Das halt von den Brahmins und von dem, von den Hunden. Um nicht für diese eine Stelle... Der ist aus. Warum ist hier ein Turret auf die Kirche gerichtet? Und nicht für diese eine Stelle ein neues Item erstellen zu müssen. Autorisierungscode. Passwort eingeben. Fehler. Okay. Turmsteuerung. Guard oder Defense? Ja. Ich könnte den anschalten, aber warum? In Salem. Das ist ja erst Salem. Ich lasse den lieber aus. Bin ja nicht wahnsinnig. Oh Gott, ich bin verjagt. Ich dachte, da stand jemand. Oh Gott, Alter. Drück ich vielleicht Tasten. Taste. Alles sauber. Das ist sehr skurril, dass das hier alles sauber ist. Na, da ist Schmutz. Lass mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oder du weißt schon, etwas Korrektur lesen soll. Jo. Twine. Das ist so süß. Das ist so süß von dir. Dieser Ort ist so skurril. So. Irreal. Das hier ist alles so irreal. Toll, ich bin überladen. Hätte ich gar nicht aufsammeln brauchen dann. Wovon bin ich denn überladen gerade? Ach, von dem ganzen Essenszeug. Nee, den ganzen Schrott. Ich habe, glaube ich, so viel Schrott aufgesammelt. Deswegen. So nach und nach sammelt sich dann doch der Schrott zusammen. Oh ja. Oh ja, der Schrott hat sich ordentlich angesammelt. Mist, nix. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde diesen Ort hier sehr, sehr surreal. Sind auch Turrets. Wir sind auch alle deaktiviert. Da ist auch einer, auch deaktiviert.
Da ebenfalls. Der ganze Hof ist verwanzt. Da oben steht auch einer. Da, seht ihr? Da. Warum ist das hier alles mit Turrets verwanzt? Vor allem alles nach innen gerichtet, nicht nach außen. Zum Schutz. Das will keine Feinde abhalten. Das will keine Feinde hier raushalten. Das will irgendwas hier drinnen halten. Diese ganze Verteidigungsanlage. Und es ist alles auf die Kirche gerichtet. Oh Gott, schon mal, jetzt muss ich wieder. So. Bringt das was, wenn ich hier oben bin? Ist das gewonnen? Nö. Gummipunkt. Oh! Hallo. Wir fangen mit dir an, mein Freund. Hast du mich gesehen? Nö. Ja, rennt weg. Es wird immer skurriler hier. Wenn der steht da noch. Und guckt. Guck mal, hier. Ach, weil die mich. Ach, die sind weggelaufen, weil sie mich nicht angreifen können. Das ist ja schlau. Barneys Geschütz heißen die. Aha. Da ist noch irgendwo einer. Da unten. Ich sehe ihn aber nicht. Sie gut versteckt. Na gut. Dann wird es wohl Zeit, dass wir runtergehen. Und uns dem Kampf stellen. Ein Friedhof. Schön, einladend. Haus der Family Rook. Oder Rook. Sehe ich dich von hier aus? Nee. Ist eingezäunt. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir irgendwo reinkommen. Hier. Nee. Hier? Nein. Da ist Tor offen. Schlechte Idee. Frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Komm. Ja, komm. Wir sind hier nicht allein, du. Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. So. Hätten sich die Meyer-Lurks schon mal erledigt. Jetzt uns. Den können wir auch schnell noch plündern. Jetzt können wir hier in das Haus mal reingucken. Da lebt irgendwas. Krabbelt's. Das klingt eher nach Bettkakerlaken oder so. Was Kleines auf jeden Fall. Weg nach unten. Hier ist alles verteidigt gegen irgendwas. Ist nix. Dann oben mal schnell schauen. Eine Waffenwerkbank, natürlich. Eine Rüstungswerkbank. Verzeih. Falsch guckt. Dann ist natürlich alles anders. Hier oben ein Eimer. Munition. Und ein Scharfschützengewehr. Barneys. Oh Gott, das ist kein Scharfschützengewehr. Sollte eine Leiche liegen. Barneys Schlüssel. Reba? Was ist denn Reba? Das ist eine Waffe. Das ist im Endeffekt sowas wie unser Scharfschützengewehr, nur halt mit ein bisschen weniger Schaden. Wenn ich mal das ausrüste. Ja, die Präzision ist ein bisschen besser, aber der Schaden ist deutlich geringer. Da liegt Barney. Der hat's hinter sich. Was ist das für ein Ort? Warum bin ich hier? Bin ich zu früh hier? Kann auch gut sein, dass wir eigentlich später hier nochmal hin sollten. Und jetzt einfach nur
ohne Informationen hier rumlaufen. Warte mal, hier war nichts mehr. Die Leute brauchen einfach nur Hilfe. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Ja. Hallo? Ich bin hier, um Hilfe anzubieten. Hallo? Warte, das ist ziemlich selbstsicher. Ein Haufen Schrott. Der Bewohner könnte hier noch drin sein. Du beleidigst hier gleich so ein sehr schönes Heim. Gucke ich mich gleich um. Nur lass mal gucken, ob hier irgendwo was lebt. Okay, hier, dieser Raum ist safe. Ja, gut. Dann können wir mal plündern. Gucken, was wir hier haben. Stange Zigaretten, gemütliches Kissen. Das ist geil. Jawoll. Mehr kritischen Schaden. Das nehmen wir doch gerne. Auch wenn, glaube ich, kritischer Schaden immer nur bei einer... Also wenn ich mit Vets arbeite. Warte mal, was war da? Ach, verbrannter Korken. Also so in meinem ich ballere selbst rum Modus macht das jetzt nicht so viel. Ein Grund mehr, ab und an nochmal den Wett zu verwenden. Ist hier noch irgendwas? Nuka-Cola. Wasser. Zeugs. Essen. Nö, nichts Besonderes. Gut, dann... Hier noch was? Oh ja. Hallo. Ist hier jemand? Niemand. Weiß nicht, ob ich happy sein soll oder nicht. Waffenwerkbank. Reba 2. Ausgezeichnet. Gegen Mylurks sind Insekten 99 Schaden. Ach, weil die andere, weil die hat nur die 308 Munition. Und der hat hier eine eigene Waffen, der hat ja an den Waffen rumgebastelt. Der Barney. Und jetzt könnte ich Reba 2 auch noch. Da ist natürlich noch nicht der Beste drin. Da können wir auch das machen. Dann haben wir 115 Schaden. Das ist auch nicht so viel jetzt im Vergleich zu dem, was... Ja, zu dem hier, ne? Ah ja, ich habe übrigens Tomcats-Lackierung. Ich könnte auch die Institut-Lackierung machen, aber nein. Flammen sind cooler. Fliegen die Kugeln schneller. Denn wir wissen ja, Flammen machen alles schneller. Oh, sorry Twilight. Ich wollte dich nicht stören, wenn du gerade auf dem Pott sitzt. Ah, das tut mir leid, Twilight. Ich gehe schon mal vor. Du kommst denn, wenn du fertig bist, kommst du nach, ne? Ist ja gut. Gut, gut. Aber jetzt ist immer noch die Frage, warum ist alles nach innen gerichtet? Auch Barney selbst hat in den Hof reingeguckt. Das ist doch nicht wegen den Mylurks. Wegen diesen drei kleinen Mylurks. Die hier rumgekrabbelt sind. Da würde noch ein größeres Geheimnis hinterstecken. Was haben wir hier? Basketball. Wow. Kaum zu glauben. Ich schätze. Welche fantastische Schätze sich hier befinden. Hier sind wir wieder am Hafen. Haben wir da vorne eigentlich? Weiß ich nicht. Hier ist aber auch... Was war das? Es war leuchtend. Es war irgendwas Leuchtendes. Und es war kein Mylurk. Es sah ja aus wie eine Krabbe oder sowas. Also wie ein Krebs. Wie ein Hummer.
Da. Das bist du. Leuchte Meierlörg-Jäger. Hey, da draußen ist. Ich sehe dich. Oh Gott, der Schaden. Ein bisschen alle. Au! Er kann schießen! Besser gelaufen als erwartet. Geht so. Ich habe nicht gewusst, dass der schießen kann. Nee. Haben wir irgendwas noch hier gegrillt? Ja gut, das ist etwas, wo man sich schon auch ein bisschen mehr verteidigen möchte, glaube ich. Gegen sowas. Hat's was Schönes dabei. Oh ja, geht so. Ist hier noch, wenn da so ein leuchtender Jäger ist. Ist da noch irgendwas, was der verteidigt? Irgendwas Mama-mäßiges? Ich meine, eine Königin hatten wir schon mal. Nicht, dass wir jetzt noch eine finden hier. Kann ich drauf verzichten? Okay, hier sind Eier. Ich möchte kein Spielverderber sein, aber da wo Eier sind, ist auch irgendjemand, der die gelegt hat. Würde ich vermuten. Ist jetzt meine unwissenschaftliche Theorie. Aber ich kann mich auch irren. Mag jetzt im Bereich des Möglichen liegen. Offensichtlich irre ich mich. Was? Was ist das da? Schiffsteile. Okay. Na dann, wenn da nichts ist. Jetzt, wo das alles hier beleuchtet ist, ist das alles auch schöner, ne? Ist jetzt nicht so mehr gruselig. Ein bisschen einladender. Wie viel ein bisschen vernünftige Beleuchtung an der Atmosphäre ausmachen kann, ne? Oder das ist da drinnen. Es hat sich da eingenistet. Wo... die ganzen Waffen hier auch hindeuten. Dass irgendetwas dort drin ist. Psycho. Alles nicht, ziemlich gerade alles nicht. Da geht's nicht rein. Ach so, ich kriege gar nicht. Hoch geht's aber noch. Und dann gucken wir mal, was hier oben auf dem Dach noch uns erwartet. Ah, ist nicht sonderlich viel. Oh, da unten geht's noch rein. Aha. Hier geht's auch rein. Und da schon wieder ein Geschützturm. Mit einem Terminal. Und jetzt haben wir das Passwort von Barley. Barney, nicht Barley. Freiwilligenmiliz von Salem. Fehler, nein. Aber wir haben doch... Rook gefunden, oder? Hatten wir nicht irgendwas von Rook gefunden? Vielleicht haben wir Rook gefunden und der konnte es ja nicht mehr den Code geben. Das ist möglich, ne? Hübscher Teller. So, hier ist nix. Hier geht's aber noch hoch. Weiter Turret. Wieder mit. Einem Terminal. Was bewegt sich da? Ast.
Ich will aber nicht darunter, wenn ich noch nicht weiß, was da ist, ohne dass ich den ganzen Kram angemacht habe. Das wird doch nötig sein, dass ich diese Geschütze da habe. Die sind doch hier nicht aus Spaß. Das ist doch hier nicht einfach nur Deko. Cool. Was hast du vor? Unsere eigene Bowlingbahn weiterbauen. Wir haben eine Bowlingbahn in Ponyville. Und die muss ich noch ein bisschen weiterbauen. Na gut. Wir haben scheinbar keine andere Wahl langsam mehr, als mal die Kirche anzugucken, die hier im Zentrum steht und die bewacht wird. Naja. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.